Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war ein bisschen shoppen bei Action und bei Teddy und möchte euch mal zeigen, was ich da bekommen habe. Ja, dann legen wir mit Action los. Mir gefällt meine Tischdecke hier nicht für die Videos und so. Da wollte ich mal eine neue haben und da gab es bei Action eine im Angebot. Da habe ich diese hier mitgenommen. Das ist so ein ganz leichtes Holzmuster. So seht ihr das. Ich meine, die hat im Angebot 4,49 gekostet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Finde ich richtig schön. Ist nicht so aufdringlich. Und stört dann vielleicht auch den Fokus nicht. Aber ist hübscher als diese hier. Ja, einmal die Tischdecke. Achso, die ist 1,40 x 2,50 groß. Dann habe ich diese Aufbewahrungsbox zweimal mitgenommen. Die kostet 79 Cent. Die kennt ihr ja sicherlich alle. Hat hier drin 5 Fächer und ich finde die einfach toll zum Sortieren von so Kleinkram. Brauche ich immer wieder mal, deswegen habe ich die gerne auf Vorrat da. Hier habe ich Notizbücher mitgenommen. Die kosten jeweils 74 Cent. Einmal in so einem Mint, in Pink, in Rosa und in Schwarz. Die möchte ich ein bisschen dekorieren und dann so als Goodies dazu tun, wenn ich mal, wenn jemand was gewonnen hat oder wenn man mal irgendwelche Päckchen verschickt. Das ist A6, liniert, 80 Blätter und 80 Gramm Papier. Finde ich ganz süß, die sind auch nicht so wabbelig hier oben. Dann habe ich, das ist neu, also vielleicht nicht mehr ganz so neu, diese Blätter hier gefunden. Das sind Papierblätter, kosten 59 Cent. Und da gibt es, glaube ich, diese drei Packungen, verschiedene. Zumindest habe ich diese drei gefunden. Das sind einmal diese hier, einmal die und einmal die. Finde ich total schön. Ich finde, die passen auch zu diesen Blumen vom Action. Es sind jeweils 36 Stück. Und die finde ich ganz schön, so für Karten oder sowas. Da kann man die mal dazu tun. Dann bin ich mir nicht treu geblieben und habe leider noch mal Sticker gekauft. Das sind so 3D-Sticker. 24 Stück, kosten 59 Cent. Das sind einmal hier so süße Tierköpfe. Das blendet aber super hier. Und einmal Cupcakes und Eis. Die fand ich total niedlich. Mit kleinen Gesichtern drauf. Die mussten einfach mit. Dann habe ich so Basteldraht. 64 Cent pro Stück. Aus Metall ist der natürlich. 25 Meter. Da habe ich einmal in Pink mitgenommen, Gold und Schwarz, weil ich das mal ganz interessant fand. Ich wollte eigentlich noch Rose Gold haben, aber das hatten sie nicht. Aber die drei Farben finde ich auch ganz schön. So, ich brauche immer, wenn ich mal was einpacke, wenn ich zum Beispiel im Shop was verkaufe, dann gibt es immer was dazu. Da nehme ich immer so kleine Organza-Beutel und die neigen sich langsam dem Ende zu. Da habe ich nochmal neue mitgenommen für 79 Cent. Das sind jeweils 5 Stück. 9 x 12,5 cm groß. Einmal hier so dunkle, weil solche habe ich gar nicht. Dann hellgrau und weiß. Immer mit so einem Schleifchen und so einer Perle. Ich habe ganz viele in rosa, aber nicht jeder mag rosa. Und dann habe ich diese Kulis gefunden. Da bin ich ja fast ausgeflippt. Ich liebe ja Minnie Maus und Rosa. Da sind Minnie Maus Kulis. Die kosten 79 Cent für 3 Stück. Da gibt es unterschiedliche Motive. Ich habe jetzt 3 Stück mitgenommen. Einmal Minnie Maus in Rosa. Mickey Maus in Blau. Da habe ich schon einen rausgenommen, weil ich den verschenkt habe. Und dann habe ich noch Princess. Das ist so rosa Lachs. Es gibt, glaube ich, noch Tinkerbell in Schwarz-Gold.
Und Winnie Pooh gibt es, glaube ich, noch. Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Farbe das war. Dann habe ich in der Geschenkabteilung solche Sets gefunden. Geschenkdekorationssets. Da ist immer so eine Schleife dabei. Und das ist hier unten so Bastband. Nee, doch. Ich glaube, es ist Bastband. Das wollte ich ja hauptsächlich haben. Gut, die Schleifen kann man auch mal schön auf ein Geschenk kleben oder so. Aber ich wollte gerne dieses Band haben. Die kosten 65 Cent pro Stück. Habe ich einmal in so ein Mint mitgenommen. Einmal in Weiß. Dann in Lila. In Pink. Und in Blau. So. Dann habe ich so süße Radiergummis gefunden, die möchte ich auch eher zum Verschenken nehmen. Oder ich behalte sie selber, das weiß ich noch nicht genau. Die kosten 54 Stück pro, Cent pro Stück. Und das ist einmal dieser Regenbogen mit den süßen Wölkchen. Dann ein Diamant. Eine Wassermelonenscheibe. Und ein Einhorn. Finde ich total niedlich. Die sind auch ziemlich groß, ne? So für so ein Radiergummi. Mal sehen, was ich damit mache. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, dann habe ich natürlich wieder Täschchen mitgenommen. Ich liebe die ja und ich brauche die ja ständig für irgendwas. Einmal diese Glitzertasche, dieses Mäppchen. Das kostet 1,49 Euro. Ich weiß gar nicht. Ne? Das Glitzer geht auch nicht ab. Hier ist so ein Sternchen dran, hier oben auch am Reißverschluss. Hier hinten ist es komplett beglitzert. Ja, ich liebe ja solche Mäppchen. Und wo wir gerade dabei sind, habe ich auch noch Minnie Maus, dieses Mäppchen mitgenommen. Das hat hier einen Reißverschluss. Von hinten sieht es genauso aus und kostet 87 Cent. So, das war's vom Action. Dann kommen wir mal zu Teddy. So, beim Teddy habe ich einmal diese Make-up-Schwämmchen mitgenommen für 2 Euro. Das sind 18 Stück. Da möchte ich mal gucken, ob das mit den Distress-Oxiden funktioniert. Dann habe ich hier solche Nail-Clips mitgenommen. 2 Stück. Ich habe die in kleiner, die sind eigentlich zum Nähen, um den Stoff zusammenzuhalten. Ich habe die in ungefähr so groß und die benutze ich, wenn ich Papiere zusammenhalten möchte, die ich geklebt habe, zum Fixieren, solange der Kleber anzieht. Und ja, wie gesagt, ich habe so kleine, aber die sind noch mal ein bisschen größer, wenn man ein bisschen weiter rein muss, finde ich das super, deswegen habe ich die zweimal mitgenommen. Sind 6 Stück, kosten 1,50 Euro. Dann möchte ich demnächst eine neue Karte ausprobieren. Dafür habe ich mir diese kleinen Perlen gekauft, weil ich diese Pastellfarben auch so schön fand. Die kosten 2 Euro, also 150 Gramm. Die finde ich richtig schön. Wenn das klappt, dann mache ich das auch nochmal mit euch zusammen. Also so eine Karte basteln. Dann habe ich diesen Block. Ich wollte eigentlich kein Papier mehr kaufen. Aber der ist so süß. Und das sind 100 Blatt. Das ist A6 Größe. 2 Euro. Und das finde ich für 100 Blatt, das geht. Und den musste ich einfach mitnehmen. Ich zeige euch das mal. Ist einmal ein Einhorn. Ist das nicht niedlich? Auf diesen Wölkchen. Auch diese Pastellfarben. I love you to the moon and back. The Wimpel. Bisschen Aquarell. Nochmal Wölkchen. Also, da konnte ich nicht vorbeigehen. Let's go to the moon. Nochmal Einhörner. Das ist auch hübsch. Eine rosa Galaxie. Hier ist so eine Katze. Wölkchen nochmal in Blau, die sind auch schön für ein Babyalbum oder so.
Oh, ein Hasi. Hier ist der Hasi mit den Wölkchen. Immer so ganz hell, das ganz leichtes. Ja. Also wie gesagt, das ging nicht. Da musste ich zuschlagen. Dann habe ich ja eben schon gesagt, so Sortierboxen brauche ich immer. Da habe ich mir von Teddy nochmal diese mit den 8 Fächern mitgenommen für 1 Euro. Und einmal diese kleine hier, die ist zum Beispiel gut für Pailletten, weil die wirklich hier oben auch nicht durchrutschen können, weil das hier so ein bisschen erhöht ist. Und ich habe hier noch so Pailletten ähnliche Sachen, die muss ich noch wegsortieren. Die wollte ich hier rein tun, die kostet 1,50 Euro. Aber da habe ich schon welche von, die sind wirklich gut für so Kleinkram. Dann habe ich noch diese Strohhalme gefunden. Ich habe ja letztens euch auch schon Strohhalme vom Action gezeigt. Aber die sind grau und das hatte ich noch nicht. Die kosten 75 Cent für 16 Stück. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und hier habe ich auch noch was mit vor. Das sind diese Papierklammern oder ich weiß nicht genau, Binderclips nennt man die, glaube ich, auch. Das sind 6 Stück, 3,2 cm für 1 Euro. Ich wollte eigentlich größere haben, aber ich werde das jetzt erstmal hiermit ausprobieren, ob das klappt, was ich vorhabe. Da habe ich nämlich tolle Videos gesehen. Und dann mache ich das auch nochmal mit euch zusammen, wenn das klappt. Ja, könnt ihr gespannt sein. Ich habe so viele Ideen, es geht nur noch nicht richtig. So, dann habe ich hier einen Mini-Tacker, weil mein Tacker immer unten ist. Und wenn ich hier oben mal was tackern muss, habe ich keinen. Und das Wölkchen fand ich so niedlich. Das kostet 1,50 Euro. Und ich finde ihn so süß. Der bleibt hier oben an meinem Basteltisch. Ja, das war es auch schon. Ach, dann war ich noch im Euro-Shop. Und habe da diese Briefumschläge gekauft. Das sind 10 Stück in Craftfarben. Ich würde gerne demnächst mal ein Album mit Briefumschlägen ausprobieren. Und ich fand diese Größe auch ganz interessant. Das ist halt nicht die normale Briefumschlaggröße. Die sind ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, wie groß. ...13 x 18, also da könnte man zum Beispiel wirklich schön ein Album machen für Fotos solcher Größe. Mal sehen, was ich so mache. Ja, ihr Lieben, ah, wisst ihr was, ich habe das Allerbeste vergessen. Ich war nämlich gestern nochmal im Teddy, weil ich hatte bei Facebook so einen schönen Blog gesehen. Papierverbot, Kaufverbot hin oder her, das ging nicht, also wirklich nicht. Da bin ich dann gestern nochmal zu einem anderen Teddy gefahren und ich habe 2 von diesen Blöcken bekommen. Ihr wisst ja, ich liebe Paris und da musste dieser Block her. Ist der nicht wunderschön? Der kostet allerdings 2 Euro für 32 Euro. Für 32 Blatt. Das ist A5 Größe, das war mir aber egal, weil das musste sein. Ich gehe den auch nochmal einmal mit euch durch. Das ist auch diese Farben. Finde ich so schön. Ist das nicht traumhaft? Also echt, ich bin ganz verliebt in diesen Block. Hier sind nochmal rosa Streifen. Passt auch wunderbar dazu. Paris, Notre Dame, der Eiffelturm. Das ist auch schön. Take me to Paris. Ein Parfüm. Und nochmal Streifen mit Punkten. Das war's. Also wie gesagt, ich finde den so toll. Das Beste war jetzt zum Schluss. Den hatte ich mir extra zur Seite gelegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.